Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft City Survival. Und wir joinen mal eben kurz auf dem Server. Da sind wir auch schön auf dem Server, aber ich wollte nicht schlafen gehen, genau. Und zwar folgendes. Ich habe ja gestern eine Umfrage gemacht, ob ich Panoramafenster machen soll. Oder die Fenster so lassen sollen. Die meisten waren dafür Panoramafenster. Und deswegen machen wir die Böcke auch nochmal weg. Und ja, machen wir das mal ganz kurz. Ja, das Panoramafenster rein. Mal sehen. Oh. Bietet sich auch an, weil man einfach so die Landschaft einfach so gucken kann. Da sieht man ein bisschen den Spawn auch so noch. Und ja. Wie gesagt, würde ich natürlich nicht machen, da würde ich auch gar kein Fenster reinmachen. Oder so eine Mine reinbauen oder so, keine Ahnung. Und ja, mal gucken, was jetzt hier in der Pause ist. Da kann man auch noch mal so einen Knochen dazu machen, weil da hier guckt man genau hier, sind hier noch ein bisschen mehr auf dem Spawn, aber vielleicht mache ich diesmal normale Fenster rein. Und also erstmal so, dann ein bisschen so. Mal sehen. Wir kommen gut voran, wie ich finde. Und ja, dann machen wir so ein Fenster, dann auf dieser Seite. Genau dasselbe. Ich habe bald noch ein bisschen Eisen farmen. Ich habe noch gar kein Eisen gefunden, das ist auch witzig. Dritte Folge jetzt. So. Und dann, was haben wir hier? Fenster 1, 2, 3, 5. Jetzt können wir eventuell noch so ein Dreierfenster machen. Oder so eins hier. So eins hier. Weiß nicht, wie das aussieht. Was wollt ihr? So. Ich würde es ehrlich gesagt so machen. Sieht doch irgendwie so kacke aus. Oder was wollen wir so? Wie so ein großes Fenster. 2x3 Fenster. Sieht einfach besser aus. So. Schön alles beleuchtet hier. Und dann fürs Dach. Ah, die Cleanstones kann man auch noch. So. 32 Stück. Und dann machen wir mal. Das. Ach, und das jetzt ganz gut machen, ne? Genau. So. 20 Stück, ja, das war natürlich noch nicht. Ich habe eine Idee, wie ich das machen könnte. Und zwar, dass es halt so aussieht, dass man halt so die Dings drauf macht, so die Holz an der Seite halt. Und die so dann, die Stairs aber dann so hochführen lässt, so. Dass es dann folgendermaßen aussieht, dass es so ist. Ups. So halt ist. Und so halt, ne, das ist ein richtiger Dach. Ich denke, das sieht auch ganz cool aus, wenn man so hätte. So eine Art halt. Man kann es ja noch ändern, ich mach das erstmal. Und darf man noch weitermachen, also weitersehen. Mal sehen, ich klettere mal hier hoch. Und dann machen wir das dann, dass es einen erhöht ist. Ja, sollen so dran. So. Aber dann die Dinge sollen dann hier eine erhöht sein. So. Ja. Und dann müssen wir das dann mal. Das machen wir so. Glaube ich. Und wie sieht das aus? Naja, ich weiß nicht. Ich kann sowas hier machen. Sowas hier. Das gefällt mir noch nicht so. Ich halte erstmal wieder ab hier. Mal das erstmal hier. Dass es erstmal so hoch führt.
Und wie ist der? Ist ja alle schon dran. Und dann machen wir auch. So. So. Das halt so hoch führt. Also wie sieht das aus? Eigentlich gut, oder? Wo soll ich das also alles auf einer Ebene machen? Was auf einer Ebene? Also ich finde das passt mir besser. Ja, verdammt. Schöne Axt hier, jetzt mal ein bisschen behauen hier. Oh weh, oh weh. Ich bin noch ein bisschen Holz, wir haben noch bald. Und das erstmal wieder rein hier alles. Das ist ein Krempel. Und dann event. Ja, was machen wir denn hier? Eieieiei. Also, das will ich schon beibehalten, dass es erstmal jetzt Holz ist. Aber. Hat mich erhöht. Verdammt. Ich kann jetzt ja von der Seite runter. Das gefällt mir nicht so. Vielleicht kann ich jetzt richtig stehen. So. Danke. Schon wieder runter. Nochmal so. Und dann wieder hier hochhalten, wie man es jetzt kennt. So, 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 so. So. So, so. Oder bitte noch so machen. So. Oh, da sieht das ganz gut aus. Oder? Weil die Stonebricks ja dran. Weil die hat die Stairs. Das ist ja die Sache jetzt hier mit dem. Block. So. 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 Sieht gut aus, oder? Natürlich auch hier auch nochmal den Block dran. Da auch, da auch, da auch. Ich mache jetzt nur eine Etage, aber wir werden gleich hier Keller bauen. Wie immer. So. Sieht ja so aus. Und ich finde, das sieht nicht so schlecht aus. Was meint ihr? Ich kann auch mal zum Balkon oder sowas reinbauen. Das wäre auch eine coole Idee. Ich warte mal. Ich brauche noch ein paar Steine erstmal hier ab. Der Berg gefällt mir gar nicht, er ist so. Da gehen. Aus genau, am Maus ist er weg. Mann, 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 Mann. Passiert manchmal, das ist immer so ein bisschen abgerichtet irgendwie. Dass etwas neu geladen wird, so. Ach, scheiße, meine Dings ist gleich weg. Verdammt. Ich brauch echt Eisen. Give me Stone Pickaxe. Wollen wir das mal durchschmelzen hier alles? Warum nicht? Wohl hätte man glaube ich auch so ein bisschen euch gefarmt. Die ganzen Bergen, das ist ja viel cooler. Und ja, ganz viele Stone Bricks. Ich würde immer auch wieder mit Zombies auch arbeiten. Mir gefallen einfach die Blöcke. Und ja. Ich kann mal mit diesem Projekt auch mal ein paar Themen ansprechen. Mal sehen. Übrigens, ich hab mich jetzt auch entschlossen, dass es nicht, dass ich das Projekt nicht nur sonntags bringe. Sondern einfach dann, wenn ich Bock habe, vielleicht auch alle zwei Tage oder sowas. Einmal macht mir das Spiel jetzt schon viel Spaß. Deswegen möchte ich eigentlich nicht einmal in der Woche bringen. Und ja. Ich will eure Meinung zu dem Projekt in die Kommentare schreiben. Wie ihr das Projekt dazu findet. Also ich finde es ganz cool so. Macht auf jeden Fall Bock. Und jo. So, aus der Koppel haben wir. Alles in den Ofen schmeißen. Weiter mit. Ah, hier brauchen wir noch ein bisschen Kohle her. So.
Stones down. Ach, verdammt. Erstmal umcraften hier. Vergesst immer wieder. Oh ja, was machen wir? Nein, 8 Stück. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, so, so. So, wenn wir die aufgebaut haben, dann würde ich sagen, beendet auch schon die Folge. 10, ja, reicht nicht ganz, über noch 2 dafür. Ich würde sagen, das ist jetzt gewesen von der Folge City Survival. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.